do it! Okie dokie. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Erzrivalenduell bei Mario Kart 64. DJKR87 und ich duellieren uns in Zukunft in diversen Spielen. Das erste Spiel habe ich jetzt ausgewählt, und zwar habe ich mich für Super Mario Kart 64 ohne Super Mario Kart 64 entschieden. Und wir duellieren uns hier, um uns in die ewige Rangliste zwischen uns beiden einzutragen. Vielleicht lasse ich mir da noch etwas mit einer Gedenktafel oder sonst irgendwas Spezielles. Das muss ich mir noch schauen und überlegen. Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz die notwendigsten Regeln aufzählen. Ich werde sie anschließend noch in die Beschreibung packen. Und zwar geht es, wie gesagt, um die Zeit. Wir werden ein Zeitrennen veranstalten und damit DJKR eine Vergleichszeit hat, werde ich jetzt die erste Runde fahren. Und zwar wählen wir denselben Charakter, das ist Mario. Und wir fahren auf dem Royal Raceway. Und da wir natürlich immer länger aufnehmen können, also das sowas könnte man ja ewig aufnehmen, setze ich ja ein Aufnahmelimit von 30 Minuten. In diesen 30 Minuten muss DJKR meine Zeit schlagen, ansonsten hat er verloren. Oder ich, wenn ich seine Zeit nicht schlagen kann. Das Ganze soll fair ablaufen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass die Zeiten nicht so krass verbessert, wenn man nicht meint, ich gebe jetzt DJKR die erste Zeit ab. Wenn er sieht, dass er deutlich schneller ist und kurz vor dem Ziel das Rennen abbricht und neu startet, um die Zeit nochmal zu verbessern, finde ich das nicht ganz fair. Ich wäre dafür, dass man dann ins Ziel fährt. Da gibt es auch eindeutig mehr Parts und mehr Teile dieses Spiels und es ist vielleicht gegen Schluss auch etwas spannender. Wenn natürlich mittendrin ein Riesenfehler passiert, okay, dann kann man das Spiel neu starten, aber ich denke, wir sollten uns zurückhalten, was den Neustart betrifft. Ich denke, ich starte jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt irgendetwas vergessen habe, schreibe ich es in der Beschreibung. Oder ich wiederhole es am Schluss nochmal. Ah ja, und das Ganze, wenn es geht, kein Warm-up. Also wir werden uns nicht warm spielen und uns mit der Technik vertraut machen, wie wir dazu mal gefahren haben, sondern wir legen einfach los. Das ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt. Jo, ich denke, ich fahre mal jetzt einfach die erste Runde. Und gebe das Video nachher an DJ weiter. Hallo Mario, meine Güte, habe ich schon lange kein Mario Kart 64 mehr gespielt. Okay, Superstart habe ich schon mal vergessen, wie der funktioniert. Juhu! Wow! Das könnte ganz lustig werden, weil ich muss zuerst mal wieder reinkommen. Weißt du was? Das starte ich jetzt neu. Ich möchte nicht ins Wasser fliegen. Immerhin das nicht. Sonst lacht mich der DJKR ja sonst aus. Das ist ein super Start, sehr schön. Habe ich es doch wieder drauf. Ich fahre mal die Strecke einfach normal ab. Ich weiß nicht, wie ich sonst. Ich werde es vielleicht später noch mit dem Driften probieren, aber ich weiß nicht, ob das wirklich schneller ist. Iha! Ihr könnt eigentlich mal erzählen, wie es zu diesem Erzrivalenduell gekommen ist. Ich habe mir gedacht, wir könnten diesen Kampf oder diese Rivalität doch etwas mehr oder etwas intensivieren. Wir haben, seit Brawl haben wir immer eigentlich so kleine Kämpfe zwischeneinander, wer jetzt der bessere Spieler von Lucas ist, zum Beispiel bei Brawl und ja, es war Es war eigentlich immer sehr cool, mit DJKR zu spielen in Brawl, und es war doch eine Herausforderung. Irgendwann hat er mich dann überholt, was die Skills betrafen mit Lucas. Ich bin dann umgestiegen auf Diddy Kong und dann konnte ich wieder gleichziehen. Er hat also mit Lucas mich eindeutig geschlagen. Aber ich denke, jetzt können wir uns in verschiedenen Spielen beweisen. Und ich denke, das wird ziemlich interessant, vor allem auch hier Mario Kart, wie wir wer die schnellste Zeit aufstellt, wer wo was wie rausholt. Ich denke, das wird ziemlich spannend. Vielleicht ist auch ein Schuss in den Ofen, was ich aber nicht glaube, weil es geht in erster Linie um den Spaß und um das Miteinander vergleichen und besser zu fahren, den Nervenkitzel aus dem Zeitfahren rauszuholen. Das macht schon Spaß, man kann sich schon ziemlich in diese Zeitrennen reinfressen, wie man so schön sagt. Aber ich denke, das wird ziemlich spaßig. So, jetzt versuche ich mal nicht aufzuspringen. Ich denke, diese Strecke bietet auch extrem viel, was Linien anbelangt. Wir können hier eine weite Linie wählen, wir können eine kurze Linie, also eine... Wie soll ich sagen? Das heißt vielleicht ein bisschen dumm, brauchen wir 2 Punkte. Und ja, ich bin gespannt. Aber heute ist ganz schlechter Tag, um ein kommentiertes Gameplay aufzunehmen. Das funktioniert heute überhaupt nicht. Aber ich habe mir aufgeschrieben, was die wichtigsten Regeln sind. Das musste ich ein bisschen abbremsen. Das Handwerk ist gut. Und jetzt noch einmal auf die Schanze und versuche nicht abzuspringen. Ich habe schon eine Idee. Ja, hat funktioniert. Sehr schön. Ah, Gras. So, Endspurt. Ich glaube, das ist eine Scheißzeit. Egal. Juhu. Nochmal ins Gras. Und 3:31:15. Das ist die erste Zeit, die DJKR schlagen muss. Ich habe mich jetzt überhaupt nicht warm gespielt. Ihr habt es bestimmt gesehen. Ach je, meine Güte, es war sogar besser als die Zeit, die ich damals gefahren bin mit Peach. 3:31:15. Ich werde jetzt nochmal ganz flott die wichtigsten Regeln aufzählen. Wir spielen Mario, nehmen die Strecke Royal Raceway, fahren diese und ja, das waren die wichtigsten Regeln. Abwehr spielen, das heißt die Strecke nicht im Vorhinein abbrechen, auch wenn man sieht, dass man schneller ist, also wirklich fair spielen und auch, dass einige Parts zusammenkommen. Ich denke, das ist nur, auch für die Spannung wird es mehr beitragen, wenn wir das so machen. Wenn es natürlich ein Fehlstart ist, kein Turbostart, kein ins Wasser fallen, ich denke, dann kann man wirklich neu starten, dann ist das auch nicht schlimm. Aufnahmelimite beträgt 30 Minuten. Und zwar Aufnahmezeit mit Intro und allem drum und dran. Also werden es schlussendlich vermutlich 9 Versuche, wenn wir das so ansehen. Ja, ich denke, alles ist gesagt. Wenn du Fragen hast, DJ, du weißt, wo du mich fragen kannst. Du hast jetzt genug Kontaktadressen von mir. Die Zuschauer hoffe ich, dass die einige spannende Duelle erleben werden. Anfang am Intro am und ich hoffe bis Part 3. Ciao zusammen.